Dieses Mal fokussieren wir uns auf Übungen für Po und Beine, die auch du ganz easy zu Hause nachmachen kannst. Rücken gerade, Schultern locker. Nun machen wir einen Vorwärtsschritt mit dem linken Bein, dabei gleichzeitig das Knie beugen. Der Oberkörper ist gerade. Mein Tipp: Das linke Knie zeigt nicht über den Fuß, das rechte Knie darf nicht den Boden berühren. Nun wieder in die Ausgangsposition drücken und dabei das Gleichgewicht halten. Wiederhole diese Übung mit jedem Bein 20 bis 25 Mal und vergesse dabei nicht auf den Beinwechsel. Weiter geht's. Nun kommt eine ziemlich fiese Übung, die gefürchteten Sumo Squats. Super für Po und Innenschenkel. Wir stellen uns gerade hin. Beine mehr als schulterbreit auseinander. Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Nun machen wir eine Kniebeuge. Dabei strecken wir den Hintern leicht raus. Arme entweder vor dem Oberkörper oder in die Hüfte geben. Ganz wichtig, Knie sollen dabei nicht über die Fußspitzen zeigen. Nun drücken wir immer wieder hoch und beugen unsere Knie, dabei aber die Beine nicht komplett ausstrecken. Diese Übung besteht aus 3 Sets zu je 20 bis 30 Wiederholungen. Um das Niveau etwas zu steigern, benutze ich auch hier meine Handeln.